Das ZDW-Barometer zeigt, die Börsianer sind in so guter Stimmung wie seit 20 Jahren nicht mehr. Der DAX und vor allen Dingen die Krisengewinner haben aber trotzdem ordentlich zu kämpfen. Was ist da los an den Märkten? Das besprechen wir heute beim XTB Market Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist der Marktanalyst Max Wienke. Max, grüß dich. Grüß dich, Manuel. Viele der Corona-Gewinner gehören in dieser Woche zu den größten Verlierern. Was ist da los am Markt? Also die Möglichkeit auf steigende Zinsen und eine höhere Inflation belasten wieder einmal. Solche Seitwärtsphasen oder Gewinnmitnahmen haben wir aber auch schon jetzt länger gesehen. Amazon bewegt sich schon seit dem Sommer seitwärts. Das gleiche gilt für Netflix oder auch eine Apple. Apple hat ja seit dem Märztief von 2020 kurzzeitig mal über 120% an Wert gewonnen. Und dementsprechend sollten solche Entwicklungen jetzt auch erstmal nicht überraschen. Am deutschen Aktienmarkt konzentriert man sich vor allem auf Werte wie Delivery Hero, Zalando und auch HelloFresh. Alle drei Werte haben bei den jüngsten Rückgängen fast um 20% nachgegeben und es gibt mögliche Umkehrmuster in Form von Double Tops oder auch SKS-Mustern. Bisher wurde aber eine Trendwende verhindert. Ich denke mal, dass aber die nächsten Handelstage da ganz entscheidend sein werden für den weiteren Kursverlauf. Wie sieht es in anderen Bereichen, Branchen aus, zum Beispiel bei den Work-from-Home-Aktien? Auch die Work-from-Home-Aktien haben seit Monatsbeginn einige Rückschläge erlitten, darunter TeamViewer, Zoom oder auch eine Microsoft. Die Aussichten auf höhere Zinsen und auch eine Rückkehr zur Normalität, also nach der Pandemie, könnten durchaus belasten. Es gibt aber auch übergeordnete Trends, wie zum Beispiel die Digitalisierung und das flexible Arbeiten. Das sind Dinge, die da vielleicht im Vordergrund stehen könnten. Das heißt, das langfristige Aufwärtspotenzial könnte da vielleicht im Vordergrund stehen, sodass Korrekturen dann vielleicht auch nochmal genutzt werden könnten für neue Einstiege. Wenn wir uns nochmal anschauen, was in anderen Bereichen passiert ist, zum Beispiel im Bereich Einzelhandel und Prävention, da kann man zum Beispiel die gute Performance hervorheben von Henkel und Beiersdorf. Seit März gab es da eine sehr schöne Entwicklung und was definitiv auf der Watchlist sein sollte, ist auch noch mal eine Metro-Aktie. Im Dezember letzten Jahres gab es ja einen gewissen Befreiungsschlag, seitdem auch wieder eine gewisse Schwäche, eine Korrektur, aber jetzt wird es eben interessant sein, wie der Markt auf die nächsten Unterstützungsmärkte reagiert. Wir sehen ja ein Abschwächen der Infektionslage. Viele Leute denken jetzt schon an den Sommerurlaub. Bedeutet das auch einen Neustart für die Reise- und Tourismusbranche? Ein Reise- und Corona-Impfpass ab Mitte Juni könnte für einen Neustart sprechen. Fluggesellschaften wie zum Beispiel American Airlines, United Airlines oder auch die deutsche Lufthansa haben noch ziemlich viel aufzuholen. Es ging mal wieder so ein bisschen aufwärts, aber letztendlich bleiben diese Werte noch sehr stark zurück. Die deutsche Lufthansa hatte ja auch schon vor der Pandemie stark zu kämpfen. Das letzte Allzeithoch haben wir ja Anfang 2018 gesehen und dementsprechend müssen wir vom aktuellen Kurs noch einen Wertzuwachs von 200% sehen, damit das Ganze aufgeholt wird. Es gibt aber auch ein paar Gewinner bei den Fluggesellschaften, da ist Ryanair zu nennen. Die Fluggesellschaft hat die Hochs, die wir vor der Pandemie gesehen haben, schon erreicht und das gilt auch für einige Hotelaktien, wie zum Beispiel die Intercontinental Hotels Group oder auch für Hilton Worldwide. Und wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen? Wie sollte man in die kommenden Wochen und vielleicht Monate in den Sommer reingehen? Also gut laufende Unternehmen sind natürlich teuer, das ist keine Frage, aber Qualität hat auch seinen Preis. Viele könnten natürlich annehmen, dass Titel, die bisher noch nicht so gut gelaufen sind, wie zum Beispiel die Airlines, dass die vielleicht attraktiv sind, aber günstige Kurse bedeuten nicht zwangsweise auch vielversprechende Anstiege für die Zukunft. Das mit den Airlines ist ein sehr gutes Beispiel. Da gibt es einfach viel aufzuholen, erstmal was die Rallye selbst angeht.
Und wir müssen natürlich noch mal eine Verbesserung sehen, was die Aussichten betrifft. Also die Pandemiesituation verbessert sich, aber es gibt einfach noch sehr viel Unsicherheit darüber, wie wir die Pandemie bewältigen. Und die große Frage, die man sich jetzt eben stellen muss als Anleger, habe ich die gewisse Geduld und auch die Zeit, so etwas auszusetzen, Seitwärtsphasen und erneute Rücksetzer. Das wäre jetzt zum Beispiel betreffend der Airlines. Oder setze ich vielleicht doch eher auf bereits gut laufende Aktien, auch wenn die vielleicht teurer sind, aber da ist vielleicht das Wachstum vielversprechender, weil wir schon Aufwärtstrends, neue Aufwärtstrends haben und das Momentum einfach ja, deutlich, deutlich besser ist. Sagt Max Wienke, Marktanalyst bei XTB. Vielen Dank nach Frankfurt. Sehr gerne. Und das war der XTB Market Talk für diese Woche. Bleiben Sie gesund und munter, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Mehr Informationen gibt es noch auf xtb.com. Alles Gute.